Du bemühst dich mittlerweile seit einer Ewigkeit, endlich in Google gefunden zu werden und die Top-Positionen auf der ersten Seite einzunehmen. Ich zeige dir in diesem Video 6 Gründe, warum du es bisher nicht geschafft hast und vor allen Dingen, wie du es endlich schaffen wirst, in Google gut gefunden zu werden. Mein Name ist Phil Posch, ich bin Gründer und Geschäftsführer der Posch Consulting GmbH. Wir machen Suchmaschinenoptimierung mit einem vertrieblichen Ansatz, das heißt, wir unterstützen Unternehmen dabei, über das Internet mehr Anfragen zu generieren und auch Mitarbeiter zu gewinnen. Okay, was sind also die Probleme, die wir sehr häufig erkennen bei den Unternehmen, die schon mal erste Schritte im Bereich Suchmaschinenoptimierung gemacht haben? Problem Nummer 1, du bist nicht konsistent. Google möchte natürlich sehen, dass du immer wieder auch weiterhin Inhalte lieferst, dass du Antworten gibst und diese auch selber immer weiter anreicherst. Das heißt, man kann eben nicht sagen, okay, ich habe jetzt meine Landingpage dahin geworfen oder einen Blogartikel und der wird jetzt schon irgendwann ranken, wenn nicht heute, dann in 6 Wochen. So geht es eben nicht. Du musst konsistent daran arbeiten, dass dieser Inhalt ernst genommen wird, durch weitere flankierende Maßnahmen dafür sorgen, dass diese Antwort eben auch aussagekräftig ist und du eben auch weitere Schubladen ziehen kannst, wenn es eben darum geht, okay, ich verkaufe jetzt dieses Produkt, ich kann dir was über die Merkmale sagen, ich spreche über die Anwendungsfälle und all das eben auf deiner Internetseite entsprechend abbildest. Problem Nummer 2. Du bist taktisch und nicht strategisch. Was bedeutet das? Du schaust dir einzelne Keywords an, vielleicht hat sogar deine Agentur gesagt, hey, liefere uns mal ein paar Keywords. Oder du sagst, hey, ich möchte zu dem Kernprodukt gefunden werden und dann machst du mal eben irgendwas. Du machst einen Blogartikel, eine einzelne Landingpage, aber du betrachtest eben nicht das gesamte Umfeld. Und genau das ist wichtig, dass Google eben erkennt, das, was hier entsteht, gehört in diese Kategorie, in diese Abteilung. Und all das wird eben strategisch betrachtet, sodass du eben nicht nur Antwortgeber auf ein einzelnes Keyword sein willst, sondern innerhalb einer gewissen Bubble und einer gewissen Kompetenz auch abbildest. Ich kann nicht nur was zum Produkt sagen, ich kann auch was zu der Anwendung sagen, zu den einzelnen Merkmalen, zu Referenzen und all das eben miteinander verknüpfen. Und genau das führt dazu, dass Google eben versteht, okay, das ist nicht nur ein One-Hit-Wonder, wenn man so will, sondern das ist tatsächlich jemand, den es sich lohnt zu empfehlen, weil der eben eine gewisse Expertise hat, in dem Fall deine Internetseite, die jetzt so betrachtet werden kann. Hier findet man viele Informationen, nicht spammy, aber natürlich eben sehr konzentriert in der einzelnen Sache, darüber hinaus aber auch mit entsprechenden, wie gesagt, flankierenden Maßnahmen unterstützt. Und das zahlt eben auch darauf ab, dass du natürlich auch die Chance hast, zu größeren, härter umkämpfteren Begriffen überhaupt erst gefunden zu werden. Problem Nummer 3, deine Inhalte sind schlecht. Wir stellen aktuell immer häufiger fest, dass viele Unternehmer denken, hey komm, wow, ich baller jetzt einfach alles mit ChatGPT daraus. Genauso wie mir das eben ausgespuckt wird, knalle ich das jetzt auf meine Website. Ich hatte gerade heute noch ein Gespräch mit jemandem, der, ich weiß gar nicht, ich glaube knapp 100 Unterseiten aufgebaut hat, einfach nur mit Texten, die er zusammenkopiert und zusammengeklaut hat. Und es ist dann nur eine Frage der Zeit, bis Google sagt, hey, Moment mal, das habe ich schon mal irgendwo gesehen. Hey, das ist kein helpful Content, also genau das, was Google haben möchte, um zu sagen, das ist empfehlenswert, um es einem Nutzer auszuspielen. Oder du hast andere Probleme, du hast gar keine Inhalte, du hast zusammengeklaute Inhalte, du hast zu wenig Inhalte, du hast keine gut strukturierten Inhalte. Und all das sind eben alles Faktoren, wo Google sagt, hey, das ist irgendwie nicht so nützlich. Ich erkenne an anderen Stellen, auf anderen Internetseiten, hilfreicheren Inhalt, der dezidiert einzelne Fragen beantwortet und den empfehle ich. Und gerade hier an der Stelle rate ich dir, mach dir einfach mal Gedanken, wie du diese Inhalte strukturieren kannst, entweder selber oder entsprechend mit einer Agentur, um dann auch in diesen einzelnen Strukturebenen dezidierte Antworten zu geben, also auf einzelne Fragestellungen informell, jemand möchte etwas wissen oder transaktional zum Produkt, genau diese Antwort auch lieferst. Problem Nummer 4, du fokussierst dich auf einen falschen Linkaufbau oder machst gar keinen Linkaufbau. Nach wie vor ist es so, dass Google natürlich davon lebt, auch zu sehen, dass deine Seite eine gewisse Reputation hat. Gerade in härter umkämpfteren Märkten kommt es natürlich absolut darauf an, dass du nicht nur viel lieferst und Input gibst, sondern dass auch deine Reputation stimmt. In nischigeren Märkten ist es natürlich auch wichtig, dass die Verweise, die du bekommst, also die Backlinks, die Quellenangaben, wenn man so will, dass die eben auch gezielt angegangen werden. Und für Google ist genau das ein Faktor, um zu sagen, okay, ich habe verstanden, dass der nicht nur gut über sich selber spricht, sondern dass auch andere darauf hindeuten, hey, der hat was zu sagen, das ist ein relevanter Antwortgeber. Und wenn die Themenfelder sich überschneiden, genau das eben auch als relevant einstufen, um zu sagen, du bist authentisch, du bist kompetent. Wenn du jetzt so vorgehst, wie wir das eben auch häufig schon feststellen, dass manche Unternehmen sagen, hey, komm, das machen wir eben selber, wir kaufen jetzt Links ein auf Fiverr und Co. oder auch andere deutsche Linkhandelsplattformen zum Beispiel, dann
ist gerade hier das Problem sehr häufig, dass man eben da auch toxische Links einkaufen kann. Also Domains, die Google schon längst auf dem Schirm hat, wo Google weiß, hey, die haben ein atypisches Linkprofil, die verhalten sich komisch, die verweisen in alle möglichen Abteilungen und das ist irgendwie nicht so sauber und damit kaufst du dir quasi mit Geld Schrott ein. Wie kannst du es also lösen? Nun, wenn du es komplett selber machen willst, dann verzichte lieber darauf, irgendwas zu tun, weil ein komischer Linkaufbau natürlich deutlicher darauf hinweist, dass du da etwas beeinflussen willst als gar keine, wenn man so will. Was du aber natürlich machen kannst, ist auch in Abstimmung mit einer Agentur, mit einem Experten in diesem Bereich darüber zu sprechen, welche Links und welche Quellen sind denn für mich in meinem Markt und meine Domain gut. Und dazu ist es übrigens auch wichtig, seine Mitbewerber zu kennen. Problem Nummer 5. Du wählst einen Bereich, in dem zu viel Wettbewerb herrscht. Häufig sehen wir Unternehmen, Unternehmer, die sagen, hey, das ist mein Produkt, also will ich auch zu dem Kern-Keyword gefunden werden, meinetwegen Tasse in dem Fall. Das macht natürlich keinen Sinn, weil was ist mit all denjenigen, die eigentlich viel konkreter suchen, die gerade im Produkt sagen, hey, ich möchte eine bedruckte Tasse, ich möchte eine weiße Tasse, ich möchte eine hohe Tasse, eine Kaffeetasse, mit Unterteller, was auch immer, also ganz viel unterschiedliche Formulierungen wählen. Im B2B sind das häufig immer wieder gleich auftauchende Merkmale, zum Beispiel, dass ein GmbH dran gehangen wird oder eine Firma, ein Dienstleister, ein Hersteller. Also ich suche halt eben nicht eine CNC-Maschine, sondern eine CNC-Fräsmaschine-Hersteller beispielsweise, wenn ich in diesem Kontext suche. Oder hänge eine gewisse, ein Einsatzgebiet dran oder eine Region. Also all diese Dinge, wo ich eben ganz konkret weiß, hey, ich möchte zu dem Lohnfertiger halt nicht irgendwie noch 3 Stunden fahren, um mit dem ein Gespräch zu führen, sondern ich möchte einen aus meiner Region. Einen Maschinenhersteller, ich möchte einen aus dem Lebensmittelbereich, weil der vorher nur, weiß nicht, Kies transportiert hat, der wird bestimmt nicht das ganze Thema Reinraumhygiene und sowas verstehen. Also genau diese Dinge machen eben Spaß, gerade wenn man sich da eben nicht nur darauf konzentriert zu sagen, ich nehme das Hauptkeyword, Maschinenhersteller, sondern konzentriere mich darauf, was findet denn darunter statt, wie tickt meine Zielgruppe und genau das eben dezidiert zu betrachten, Problemformulierung und auch natürlich über die einzelnen Anwendungsfälle zu sprechen, das ist ein ganz entscheidender Faktor, nicht zu verkopft und gerade an der Stelle, lass das bitte eine Aufgabe sein, die du deiner Agentur übergibst. Ich kriege hier immer schon die Pimpernellen, wenn ich mitbekomme, dass die Unternehmer in irgendwelchen Industriebetrieben sitzen und die Agenturen von denen erwarten, liefere mir mal eine Keywordliste. Das ist gar nicht, also das ist ja nicht die Aufgabe des Unternehmers zu sagen, du musst jetzt mal eine Marktrecherche in unserem Arbeitsgebiet durchführen, sondern das sind ja die Dinge, die wir mit den Tools auch herausfinden und liefern können und liefern müssen, wenn wir gute Arbeit abliefern wollen. Problem Nummer 6, du denkst nur an die Keywords und nicht an die echten Menschen, die eigentlich diese Begriffe wählen, um eine gute Antwort zu finden. Was meine ich? Du kannst natürlich jetzt auch in dieser gesamten Online-Marketing-Bubble dich nur noch darauf konzentrieren, das wird viel gesucht, das ist noch eine Beschreibung und damit möchte ich mich noch auseinandersetzen, dazu brauche ich noch einen Blogartikel. Aber wenn du durch diese Vorgehensweisen, das erleben wir sehr häufig, vollkommen vernachlässigst, hey, der auf der anderen Seite, was braucht er denn tatsächlich für Argumente? Also genauso wie im Vertrieb, also zum Qualifizieren und zum Überzeugen, um zu sagen, das ist dein Problem, das ist der Inhalt, den du brauchst, im echten Gespräch, genauso eben auch online abzubilden, um da auch die Conversion zu ermöglichen, weil eine dezidierte Antwort mit einer dezidierten Conversion-Option, also dass ich sage, derjenige, der das Produkt braucht oder diese Dienstleistung, bekommt auch folgende Anfrageoptionen, damit wir im Vertrieb damit weiterarbeiten können und vor allen Dingen er sich verstanden fühlt, weil sonst springt er ab. Das ist tatsächlich die Herausforderung und dazu braucht es eben diese Betrachtung auf die einzelne Zielgruppe, ob das ein Techniker ist, ein Einkäufer, ein Geschäftsführer oder wer auch immer jetzt eben dein Adressat ist in dem Fall. Meistens sind es ja eben mehrere, gerade im B2B-Umfeld. Dann kann man eben davon sprechen, dass du den richtigen Weg wählst, um auch deinen Vertrieb im Suchmaschinenoptimierungsumfeld gut zu unterstützen. Wenn du dich jetzt hier an einer dieser Stellen wiedergefunden hast und sagst, hey, genauso haben wir es immer gemacht, ach, ich musste meiner Agentur die Keywordliste liefern, ah, okay, ich habe ganz vergessen, ja, vertrieblicher Ansatz, das Ding kann ja auch für mich Sales machen, das muss ja nicht nur gefunden werden und irgendwelche Verweildauer, Google Analytics-Zahlen zu besprechen, dann kannst du sehr gerne mit uns ins Gespräch gehen, dass wir uns mal deine Internetseite anschauen und auch mit dir eine erste Strategie in diesem Gespräch schon ausarbeiten, um zu sagen, das müsste eigentlich in der Form angegangen werden. Schau mal, wie es deine Mitbewerber machen, die wir natürlich auch analysieren, um daraus abgeleitet eben eine Vertriebsimplementierung zu schaffen, um deinen Vertrieb zu unterstützen, dein Marketing anzufeuern. Auf www.philposch.de kannst du deine kostenlose Potenzialanalyse buchen. Du findest den Link unter diesem Video. Ich freue mich jetzt schon aufs Gespräch. Bis dahin.